So, für den Laien nochmal. Also hier habe ich ein Stück unserer Folie und nehme jetzt meine Leuchtdiode. Versuche mal mit dieser Leuchtdiode. Gucken wir mal, dass wir das hier ein bisschen hoch haben. Neutrinos Masse haben und wir heute eben nicht mehr von einem unmöglich physikalischen Modell reden, sondern von einem physikalisch möglichen Modell. Und letztendlich geht es ja darum, bei der Energie mit Neutrino irgendwas Neues zu finden. Dass das jetzt ein Fernseher ist oder ein Toaster oder eine Waschmaschine oder auch ein Elektroauto, was nicht mehr an der Ladesäule stehen muss, um die Energie aus der Steckdose zu holen. Schubert hier bei uns zu haben von Neutrino Deutschland GmbH. Er hat ein neues Energiekonzept entwickelt, das viele Probleme lösen wird, die wir heute noch haben. Kannst du uns kurz etwas über den wissenschaftlichen Hintergrund dieser neuen Technologie sagen? Also mit der Ehre ist natürlich zu viel des Guten. Also ich habe das nicht entwickelt, sondern da haben viele, viele Generationen vor uns schon dran entwickelt. Ich habe den großen Vorteil, in der Zeitgeschichte im richtigen Moment da gewesen zu sein. Das heißt, wo wir den Forschungsbereich aufgegriffen haben, 2008, die Entwicklung sich so gut weiterentwickelt und gestaltet haben, dass die Forschung dann auch noch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Das heißt, zwei Wissenschaftler 2015 den Nobelpreis bekommen haben, dass Neutrinos Masse haben. Und wir heute eben nicht mehr von einem unmöglich physikalischen Modell reden, sondern von einem physikalisch möglichen Modell. Und in diesem Zusammenhang ist wichtig zu sagen, wir fangen natürlich keine Neutrinos ein mit der Neutrino Energy Group, sondern es geht darum, einen Teil dieser kinetischen Energie, denn jeder weiß, wenn etwas Masse hat, dann Masse in Bewegung bedeutet Energie nach Einstein, E gleich mc Quadrat. Das, was wir machen, ist einen Teil dieser kinetischen Energie in Bewegung, andere Bewegung umzusetzen, nämlich Bewegung in Nanokristallen. Der physikalische Begriff heißt Atomic Vibrations in Nanomaterials. Also wir treiben nicht die großen Windräder mit dem Wind an, der auch den Wind nicht einfängt, sondern bei uns werden auf metallischen Trägern Nanopartikel in Bewegung gesetzt, die durch eine Resonanz verstärkt Elektronen zum Schwingen bringen, und das ist nun mal Strom. Wir haben dich vor ungefähr 3 Jahren in Zürich getroffen. Da warst du ja noch mit der früheren Geschäftspartnerin oder Geschäftsführerin dort, und die ist heute nicht mehr aktiv. Aber ihr habt uns zusammen unter anderem ein kleines Video gezeigt, wo die Umsetzung der Neutrino-Energie in nutzbare Energie gezeigt wurde, also in eine Art Folie, die zum Leuchten gebracht wurde. Das war vor 3 Jahren. Kannst du sagen, wie die technische Umsetzung seither fortgeschritten ist? Ja, das ist richtig. Seitdem ist viel passiert. Und das Hauptproblem 2014 war, die Messergebnisse, die wir hatten zwischen 2008 bis 2014, die sich ständig verbessert und weiterentwickelt haben, waren einfach nicht erklärlich. Und wie ich bereits in der ersten Frage ja gesagt habe, nach dem Nobelpreis wird es erklärlich, weil Energie kommt nicht aus dem Nichts. Es gibt kein Perpetuum mobile. Es gibt eben im geschlossenen System
kann sich nicht Energie von irgendwoher bilden, wenn vorher nichts da ist. Und deshalb war dieser Nobelpreis unglaublich wichtig. Denn den Kritikern ist heute wird's ganz, ganz schwierig zu erklären, dass es nun physikalisch unmöglich ist. Das machen die immer noch, das heißt die etablierten Systeme, aber dazu werde ich nachher was sagen. Die Folie ist einfach nur ein ganz kleiner Bestandteil darzustellen, wie aus dem nicht sichtbaren Spektrum der Strahlung Energie bereitgestellt werden kann. Das sichtbare Spektrum, das kennt man Ende der 60er Jahre entwickelt, Photovoltaik, aber jetzt gibt es eben das nicht sichtbare Spektrum, was wesentlich stärker ist. Also es kommt noch viel mehr nicht sichtbares Strahlenspektrum an. Das zu wandeln, das zu nutzen, ist die Aufgabe. Und wir haben uns jetzt gerade in der letzten Woche mit einem Berliner Notariat die Mühe gemacht, nachdem es ja viele Präsentationen dieser Folien gab und der Möglichkeit, damit elektrische Geräte zum Laufen zu bringen, das mit einer notariellen Tatsachenbeurkundung zu machen, damit nun auch jeder den Videos in Zukunft glaubt und sieht, es ist weder eine Batterie versteckt, es wurden Kurzschlüsse gemacht, noch sind irgendwelche Drähte angelegt. Also ganz kurz nochmal, was passiert auf der Folie? Atomic Vibration at Nanomaterials, ein physikalischer Effekt, den einige Hochschulen weltweit in Chicago, am MIT, Massachusetts Institute of Technology, in Stanford, jetzt erforschen auch die Universität in Zürich, die Technische Hochschule, hat dazu publiziert. Das ist also kein Hexenwerk. Und ich glaube, wir haben mit dem Nobelpreis diesen Dingen, die passieren, den ganz großen Schritt dafür getan, dass einige, die tolle Modelle in der Vergangenheit hatten, die verlacht wurden, heute in ganz anderem Licht gesehen werden müssen. Ja, wir haben jetzt gelernt, dass die Neutrino-Energie prinzipiell umsetzbar ist, also umwandelbar ist in elektrische Energie. Die Frage, die sich heute stellt, ist, wann werden wir vermutlich die ersten stationären Aggregate haben, um die zu Hause einsetzen zu können, so im Bereich von einigen Dutzend oder 100 Watt, damit man dann die Energie speichern kann in einem Batteriepuffer und praktisch dann irgendwann mal unabhängig Strom bekommen kann. Die zweite Frage ist, wie sieht das aus mit der Nutzung für mobile Anwendungen, also für Elektroautos, wo man natürlich mehr Energie braucht? Wie sieht da der Zeithorizont aus? Also je kleiner die Geräte sind, je schneller ist die Umsetzung möglich. Entscheidend ist, dass man verstehen muss, dass mit dem Wandel zur Neutrino-Energie wir auch ein dezentrales System präferieren. Das heißt nicht mehr wie heute zentral Energie transportieren über hunderte Kilometer, um aus der Steckdose dem Verbraucher Energie zu geben, sondern immer die nur noch notwendige, und da kommt uns die Zeit zu Hilfe. Heutige Elektrogeräte brauchen immer weniger Energie und keiner der Hersteller müsste, wenn er nicht 220 Volt aus der Steckdose angeboten bekäme, heute noch 220 Volt Aggregate bauen, sondern man könnte heute auf Niedervolt im Bereich 12, 24, 48 Volt alles abhatchen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Neutrino Energy Group wird die Folie nicht selber herstellen und wir werden die Geräte nicht selber bauen. Wir verstehen uns als Gruppe mit Wissenschaftlern, denen auch die Markenrechte gehören, einfach, dass wir in Zukunft proklamieren, dass Neutrino Insight, wie Intel Insight, das kennt man, das heißt mit dieser Technologie angetriebene Elektrogeräte werden in Zukunft ohne Strom aus der Steckdose versorgt werden können. Also je kleiner beispielsweise Mobiltelefon, Herzschrittmacher, Hörgeräte. Das ist theoretisch so, dass nächstes Jahr, wenn der erste Hersteller, es laufen dort Verhandlungen, diese Zellen produzieren wird, seine Elektrogeräte damit vertreiben kann. Da muss man natürlich wissen, auf europäischen Märkten im Bereich von Elektrogeräten ist immer TÜV und CE-Zertifikate notwendig. Das wird ein Weilchen dauern. Aber was ich hier an dieser Stelle betonen möchte, mit dem Nachweis, dass in einer kleinen Zelle Strom fließt, lässt sich im Gleichstrom, weil das ist das Schöne, wir können skalieren, einfache Mathematik. Doppelte Zelle, doppelte Energiestärke. Vierfache Zellengröße, vierfache Energiestärke. Das heißt, wir können, und das ist rechnerisch jetzt ausgerechnet nach diesem Notartermin, auf einem Kubikmeter Folienstapel, so eine großen Zellen wird es nicht geben, das ist ein theoretischer Wert, entstehen 36.000 Watt. Und jetzt kann man es auf einen Kubikzentimeter runterrechnen und auf einen Kubikdezimeter. Und jedes Elektrogerät kann damit betrieben werden. Es macht dann Sinn, kleine Batterien dort weiter zu verbauen, um Energiespitzen abzuhatchen. Also immer dann, wenn zum Beispiel ein Mobiltelefon, Lautsprecher oder Video, das braucht es mehr Energie, als die Energiezelle wandelt. Aber in der Ruhephase, wo das Gerät liegt, lädt sich die Batterie nach.
Und nach diesem Prinzip lässt sich jedes andere Elektrogerät über einen Fernseher, über einen Kühlschrank, über ein Elektroauto damit versorgen. Und gerade noch zum Elektroauto, da kann man sagen, dass sich die gesamte Karosserie, die wird in Zukunft nicht mehr aus Blech sein, sondern aus hochverdichteten kristallinen Kohlenstoff, also Carbon. Man kann im Grunde genommen die gesamte Karosserie dazu verwenden, als Energiewandler einzutreten. Kannst du sagen, wie du zu diesem Team gekommen bist? Wahrscheinlich hat sich das langsam aufgebaut. Du hast ja mit Herrn Gorbatschow angefangen und dann sukzessiv weiter aufgebaut. Es ist erstaunlich, dass so viele Wissenschaftler, die ja sonst gegenüber neuen Technologien eigentlich sehr reserviert sind, dass die doch bei dir mitmachen irgendwie. Du führst das auf den Nobelpreis für Physik über die Neutrinophysik zurück. Ist das der Grund? Also jetzt machen sie langsam mit, aber dazu muss man sagen, das Thema hat ein ganz schweres Erbe. Die Problematik war einfach an der Begrifflichkeit. Also was wir heute unter Neutrinoenergie sehen, früher gab es Begriffe wie freie Energie. Diese Leute wurden verlacht, diese Leute wurden als Esoteriker bezeichnet, Scharlatane und so weiter. Ich denke, dass mit den Nachweisen in den Laboren und den faktischen, anfassbaren Messergebnissen sich Leute am Anfang überzeugen ließen. Es gab aber noch keinen Nobelpreis und das Problem war halt immer ungeklärt, bevor der Nobelpreis da war, wie erklären wir diese Art von Energie? Und mit dem Nobelpreis hat sich das geändert, weil die Vorwürfe, die ja vorher da waren, alles was freie Energiewirtschaft, das gibt's nicht. Also ich persönlich halte den Begriff auch für extrem ungeeignet und auch für einen Hauptgrund, warum sich diese Art der Energie derzeit nicht dargestellt hat. Weil ich denke, wir haben heute die Möglichkeit, uns neben die Etablierten zu stellen. Und wenn heute noch jemand Braunkohle verstromt, das ist doch entsetzlich in einer Technologie, die Neandertaler angewendet haben. Und nach haben eben Wissenschaftler, die selber eigene Forschung gemacht haben, die Neutrinophysik ist weltweit zurzeit eines der bedeutendsten, wenn nicht das bedeutendste Thema in der Forschung überhaupt. Dann hat das US Department of Energy 2016, nachdem der Nobelpreis kam, an einer mehrere hundert starken Fassung einfach mal zusammengerechnet und gesagt, hier ist das Potenzial für den Weltenergiebedarf, die das erkannt haben. Dann ist es einfach so, dass mit der Zeit das Thema, wir hatten vor 5, 6 Jahren einmal im halben Jahr den Begriff Neutrino irgendwo in einem Fachmagazin, heute fast wöchentlichen Publikationen, dieses Thema auch in die Mainstream-Medien kommt, der Klimawandel greifbar wird. Und was ein ganz wichtiger Aspekt ist, wir wissen heute alle, dass die fossilen Brennstoffe die Stromquelle darstellen, sich dem Ende neigen. Und das, was wir an geopolitischen Konflikten auf diesem Planeten sehen, ist eigentlich überwiegend ein Konflikt um diese letzten Ressourcen. Und selbst wenn das Thema Neutrinoenergie noch ganz am Anfang steht und die technischen Applikationen noch absolut in den Kinderschuhen stecken, aber auch die erste Eisenbahn war noch kein ICE, vierte Generation. Hier ist ein Quantensprung, eine neue Epoche tritt hier ein, das heißt mit der Beweisbarkeit der Möglichkeit und der theoretischen und Nachweise aus der Physik, der Berechnungen über diese Energiemenge, haben wir im Grunde genommen, wir haben 100 Jahre jetzt die Ölquelle aus dem Boden, Öle und Kohle haben wir aus dem Boden gesaugt und jetzt ergibt sich für uns ein Ölfeld, was tausendmal größer ist, was über uns steht. Und ich glaube, die Menschheit ist einfach aufgefordert, die Erkenntnisse, die jetzt da sind, zu nutzen und nicht nur auf uns zu schauen, sondern auf viele, die sich hoffentlich diesen technischen Herausforderungen anschließen, nämlich genau diese Art von Energie, die uns allen zur Verfügung steht, in technische, echte Apparate, so wie es der Mensch braucht und kennt, umzuwandeln, damit das zum Nutzen der Menschheit eingesetzt wird.